Laut einer Umfrage holen wir Glasreiniger und Putzlappen raus, wenn Sonnenstrahlen durch unsere Fenster dringen. Ja, und da fällt es natürlich immer gleich auf. Mensch, die Fenster sind dreckig. Na klar, deshalb nehmen wir uns ja dann auch vor, alles wieder sauber und reine zu machen. Denn ich glaube, selbst der werteste Herr, der öfter mal die Äuglein schließt und zumacht und die Gardinen vorzieht, wenn er die dreckigen Fenster nicht sehen will, wird irgendwann sagen, nee Mensch, also spätestens wenn der Besuch kommt, müssen die Fenster sauber gemacht werden. Und da gibt es ja unzählige Tipps und Tricks und Möglichkeiten, die alle halt eben Zeit kosten. Und so verbringen wir 15 Stunden pro Woche mit lästigen Haushaltsarbeiten. Wow. 15 Stunden! 15 Stunden, da könnten wir zum Beispiel zum See fahren. Da könnten Sie mit Ihren Kindern und Enkeln was machen. Da könnten Sie ganz entspannt zu Hause kochen und genießen und währenddessen trotzdem die Fenster putzen lassen. Mit unserem Fensterputzroboter. Und nicht nur mit irgendeinem. Ich weiß, mittlerweile gibt es ja Fensterputzroboter wie Sand am Meer. Aber glauben Sie mir eins, hiermit holen Sie sich den innovativsten und besten Fensterputzroboter aus dem Pearl-Sortiment nach Hause. Zum einen bekommen Sie hier ein Markenprodukt. Sie sehen es schon. Eine Hausfrau, die sich mit Haushaltsgeräten auskennt, wird es schon gesehen haben. Hobart. Einmal ein Markengerät. Und als nächstes fällt auf, den Gewinner. Der hat den Innovations-Award 2019 erhalten. Und da dürfen wir auch echt stolz drauf sein. Weil das ist momentan so das Beste, was Sie momentan bei uns hier finden. Und es ist wirklich absolut der Preis-Leistungssieger und das verdient. Fensterputzroboter. Viele denken bei Technik immer, kompliziert, bekomme ich das hin? Viele spielen tatsächlich mit dem Gedanken, es endlich mal in den Griff zu bekommen, dass man nicht selbst mehr Fenster putzt, weil es anstrengend ist, lästig ist und gefährlich sogar ist. Ja, viele Unfälle sind schon beim Fensterputzen passiert, will ich gar nicht drauf eingehen, das ist ganz schlimm. Aber viele sagen dann, oh, Technik ist mir zu kompliziert, je mehr Technik im Haus. Ich zeige Ihnen jetzt mal, dass das alles andere als kompliziert ist. Oh ja. So kommt der zu Ihnen nach Hause. Dann schließen Sie den hier einfach nur an mit dem Kabel, das ist ganz klar. Einmal stecken Sie das hier an und das andere dann natürlich in die Steckdose. So, und jetzt suchen Sie sich eine x-beliebige Fensterscheibe. Ich nehme die hier hinter mir. Die nehmen wir jetzt. Und zack. Zack. Achtung, was jetzt passiert. Jetzt setze ich den hier an und der hat hier so ein Knöpfchen. Ne? Das drücken Sie einmal hier. Ansetzen. So. Jetzt saugt er sich fest. Ich bekomme den auch nicht mehr ab, egal wie sehr ich da dran rütte. So, und jetzt nehme ich einfach nur noch entweder meine Fernbedienung oder ich nehme mein Smartphone. Auf Wunsch können Sie nämlich den Fensterputzroboter auch mit Ihrem Smartphone steuern. Kann man machen, muss man nicht, das ist Ihnen frei überlassen. So, und jetzt einfach nur, ich gucke gar nicht hin, schalten Sie den ein und schon legt der los. Ich mache jetzt mein Fenster zu. Weil ich muss ja nicht dabei sein, währenddessen der putzt. Und jetzt mache ich das Fenster zu und der übernimmt jetzt diese lästige Arbeit für mich. Das ist dieser große Vorteil natürlich. Zum einen ist er jetzt hier eckig. Unsere Vorgängermodelle waren alle rund. Nur ist das ja immer schwierig, wenn was rund ist, das kommt meistens nicht in die Ecke. Das heißt, man hatte immer irgendwo noch kleine Reste von Staub, von Schmutz, die in die Ecke gedrückt worden sind. Haben Sie es gesehen? Bis in die letzte Ecke ist der gekommen. Jetzt ist aber noch etwas neu hinzugekommen. Nämlich ein kleiner Wassertank, den Sie vielleicht an der Seite gesehen haben. Und der dient dazu. Haben Sie es gesehen? Der hat jetzt hier gesprüht. Da, genau. Der kann jetzt nämlich hier putzen und sogar feucht wischen und das alles in einem Arbeitsschritt. Früher war das ja immer so bei den Fensterputzrobotern, dass man vorher ein bisschen nass durchgewischt hat oder zum Beispiel die Mikrofasertücher dann immer so ein bisschen eingesprüht hat. Müssen Sie hier nicht mehr machen. Der macht das alles in einem Arbeitsschritt und das super zuverlässig. Und währenddessen der putzt, muss ich nicht mal mehr dabei sein. Ist das nicht genial? Das ist wirklich genial und während du gerade schon so voller Gedanken warst und voller Möglichkeiten und total glücklich über diesen sensationellen Profi-Fensterputzroboter,
habe ich mal nachgeschaut, welche Zuschauer uns denn schon geschrieben haben. Denn vielleicht sind Sie ja auch darunter gewesen, unter den zahlreichen Kundenbeiträgen, die wir bei diesem brandneuen Modell bereits bekommen haben. Aus Kutenholz zum Beispiel heißt es, ich habe mir den Roboter angeschafft, um meine Terrassenüberdachung zu reinigen. Bei Sonnenstrahlung hervorragend, um das Gerät natürlich auch hier an den einzelnen Bahnen zu nutzen, diese zu erkennen und automatische Reinigungsprogramme zu nutzen. Oder aus Saarbrücken, sehr einfache Handhabung. Mhm. Herzlichen Dank an dieser Stelle. Greifen Sie jetzt hier wirklich zu, Anne-Kathrin. 15 Stunden. 15 Stunden. Vor allem, das ist ja nicht nur die Zeit, die da drauf geht, sondern es ist natürlich auch körperlich unfassbar anstrengend. Finden Sie nicht auch? Hoch ans Fenster zu kommen, sich zu strecken. Und dann weiter runter. Mhm. Und ich bin mir sicher, jede Hausdame, die gewissenhaft reinigt, kennt das. Vielleicht ging es Ihnen da schon ähnlich. Ich hatte es jetzt erst am Wochenende. Ich habe auch die Terrassentür sauber gemacht und habe gedacht, die ist sauber. Und dann komme ich wieder und dann stand die Sonne falsch und dann habe ich gemerkt, da ist ein Streifen. Ich denke, das kann doch jetzt nicht sein. Ja, die Sonne stand falsch, die böse Sonne, was steht die da auch? Und dann denkt man, Mensch, meine Güte. Und dann kommen halt einfach diese Punkte, wo es gefährlich wird. Ne? Komm, da ist jetzt ein Streifen, nimmst du mal eben schnell einen Stuhl, machst du mal eben weg. So soll Fensterputzen eben nicht sein. Ja. Naja, und wie gesagt, 15 Stunden, wenn man sich das mal überlegt, die Zeit gibt dann ja keiner wieder. In der Zeit sind die Kinder groß geworden, die Enkelkinder groß geworden und man stellt irgendwie fest, schade, die Zeit hätte ich auch viel, viel besser investieren können, weil wir zeigen Ihnen jetzt noch weitere Anwendungsbeispiele, denn mit diesem Fensterputzroboter holen Sie sich wirklich ein Multitalent nach Hause. Der haftet oder der hält dank Unterdruck, dank Vakuum hält der an Ihrer Scheibe. Sie haben das ja gesehen, wenn ich den einmal angeschaltet habe, ich bekomme den nicht mehr vom Fenster ab. So fest saugt er sich. Und das machen wir uns zu Nutzen, zum Beispiel bei Dachschrägen. Ja, falls Sie Dachschrägen haben. Wunderbar, Dachschrägen sind wirklich sehr, sehr übel. Viele, wenn die über Kopf putzen, dem wird schwindelig, Kreislaufprobleme, das kennen Sie vielleicht auch. Und da kann ich den wunderbar einsetzen, weil der eben so eine enorme Saugkraft hat, dass der eben nicht herunterfallen kann. Und ich habe jetzt mal bewusst nur einen Fensterputzroboter. Das heißt, mit ein und dem gleichen Fensterputzroboter zeige ich Ihnen jetzt noch weitere zwei Anwendungsbeispiele. Dafür machen wir nochmal die Fensterscheibe auf. Der ist jetzt hier fertig, den nehme ich jetzt mal hier einmal runter. So, Fenster sind jetzt sauber. Jetzt habe ich hier die Dachschräge, die habe ich ja gerade schon angesprochen. Gleiches Prinzip, egal wo ich den jetzt ansetze, oben, unten, links, rechts, vollkommen egal. Einschalten, jetzt habe ich ihn sogar über Kopf, naja, wurscht. So, und jetzt mache ich das Ganze mal mit meinem Smartphone. Ich sage, okay, der darf jetzt hier loslegen. Und dann putzt er jetzt hier automatisch. Der richtet sich jetzt natürlich, weil er gerade festgestellt hat, ui, ich war über Kopf. Und das hier, das fasziniert mich jetzt jedes Mal. Schauen Sie mal, hier ist kein Rahmen. Bei dem normalen Fenster hast du ja immer einen Rahmen. Das heißt, er erkennt dann sofort, okay, hier darf ich nicht weiter. Hier haben wir ein rahmenloses Fenster. Das heißt, auch das, Achtung, hat er hier super leicht erkannt. Also wirklich genialer kann das wohl nicht sein. Dachschrägen. Ohne weitere Probleme, von außen, von innen, das spielt gar keine Rolle. Aber jetzt möchte ich Ihnen noch ein drittes Anwendungsbeispiel zeigen. Und das hat mich wirklich fasziniert. Küche, wenn Sie zum Beispiel gekocht haben, Fettspritze, ja? Oder zum Beispiel dann auch, wo hat man denn noch Fliesen? Im Badezimmer, ganz klar, Kalkablagerungen, Kalkreste. Wie oft machen Sie Ihre Fliesen sauber? Nicht wirklich oft. Und das machen wir jetzt aber. Und hier haben wir jetzt mal unsere Fliesen. Und da schalten wir den jetzt auch einmal an, hier einmal ansetzen und dann legt der los. Ich drücke wieder OK, entweder mit der Fernbedienung oder eben hier mit meinem Smartphone und jetzt schauen Sie mal. Selbst Fliesen oder aber auch im Badezimmer die Duschkabine, Sie können den wirklich auf jeder und mit jeder meine ich jeder glatten Oberfläche einsetzen. Viele, also musste ich ja auch schmunzeln, aber warum auch nicht? Ein Kunde hat mir geschrieben, dass er ihn für seinen Kleiderschrank benutzt hat. Er hat Riesenflächen, die sind wirklich glatt und auch Spiegel hat er ganz viele. Und da setzt er den auch ein. Ja, warum nicht? Weißt du, was ich daran schön finde? Und das werden Sie auch als ganz, ganz großen Komfort genießen. Der ist super einfach einzusetzen. Wir sehen, an verschiedensten Oberflächen haftet der hervorragend mittels seiner Unterdrucktechnik. Aber vor allem, gerade auch hier zum Beispiel, du hast es erwähnt, bei Spiegeln, vielleicht aber auch bei Fensterscheiben.
Geht es Ihnen da ähnlich, dass Ihre schönen Orchideen oder Ihre schönen Pflanzen meist im Fensterbereich stehen oder dass das Fenster mit irgendwas zugestellt ist? Bei mir steht auch die Couch vor dem Wohnzimmerfenster und es ist wirklich eine Qual, an das Fenster zu kommen. Anne-Kathrin, der ist so schön flach gebaut, dass man den jetzt hier ganz einfach am Fenster ansetzt, ohne eben die ganze Dekoration wegräumen zu müssen, ohne um die Orchideen abstellen zu müssen, um da irgendwo dran zu kommen. Das ist natürlich auch nochmal ein toller, einfacher Komfort hier. Also um den Innovations-Award zu bekommen, da muss man schon natürlich einiges leisten. Also der ist, wie gesagt, nicht für umsonst der Sieger. Und da saß wirklich eine Fachjury da und hat dann wirklich aus verschiedenen Fensterputzrobotern diesen hier zum Sieger gekürt. Der hat den Innovations-Award 2019 erhalten. Das heißt, wenn Sie den bestellen, kommt nicht nur irgendein Fensterputzroboter zu Ihnen, sondern wirklich der Gewinner ist in diesem Jahr. Und das ist natürlich jetzt auch einer der nächsten Generationen. Also das ist wirklich ein Modell, das ist so ausgereift, da bleiben einfach keine Wünsche mehr übrig. Übrigens, was wir Ihnen auch gleich noch zeigen können, wenn wir zurückkommen, der hat ja an der Rückseite Mikrofaserpads. Und davon bekommen Sie gleich 3 Stück mit nach Hause. Wollen wir das mal zeigen? Wir schauen sie mal gerne aus. Soll ich die mal abnehmen? Ja, gerne. Von diesen Mikrofaserpads bekommen Sie 3 Stück gratis noch mit nach Hause. 3 Stück, die machen Sie einfach nur ab, ja, also einfach nur einmal abziehen. Die halten dank Klettverschluss und dann können Sie die sogar in der Waschmaschine reinigen. Auch das ist gar kein Problem. Das bekommen Sie mit nach Hause und was Sie auch noch mit nach Hause bekommen, ist eine Flasche Reinigungsflüssigkeit. Das ist eine ganz spezielle Reinigungsflüssigkeit für starke Verschmutzungen, entionisiertes Wasser. Also das ist nicht nur irgendein Fensterglasreiniger, sondern wirklich spezielles entionisiertes Wasser. Das füllt man hier dann ein. Das ist ganz praktisch. Dank dieser Einfüllhilfe kann man das hier sehr schön hier in dieses kleine Behältnis einfüllen. So, einmal hier oben dann reinkippen. Ja, und dann ist das ganz sparsam einzusetzen. Sie sehen das ja auch, der macht das ja automatisch. Sie müssen jetzt nicht selbst sprühen, sondern das macht er in einem Arbeitsgang. Das wird ganz fein verteilt mit einem ganz feinen Sprühnebel. Und dann hat man da wirklich Freude dran. Also wie gesagt, 3 Mikrofaserpads plus eine Flasche Reinigungsflüssigkeit gibt es heute noch gratis mit dazu, wenn Sie jetzt anrufen und bestellen. Ja, Sie müssen jetzt bitte anrufen und bestellen, denn der ist unfassbar begehrt. Der ist super beliebt. Der ist einfach hervorragend. Und schauen Sie mal, was wir hier hinten haben. Das ist ja eigentlich das, was man benötigt, um Fenster normalerweise zu reinigen. Und da hat man den Glasreiniger, da haben Sie Ihren Abzieher, da haben Sie Mikrofaserpads. Und damit, zack, gehen Sie durch die Wohnung und müssen das Wasser immer wieder wechseln und müssen auf irgendwelche Leitern steigen, haben vielleicht auch Hilfe im Haushalt in den vergangenen Jahren dafür bekommen. Dann kommen die Kinder, dann kommen die Enkel, dann kommen die Haustiere. Ja, und die laufen dann mit der feuchten Nase oder die Kinder mit den Schokoladenfingerchen zum Beispiel, zack, einmal gegen die Terrassentür, um diese zu öffnen, um zu Ihnen zu kommen. Und das ist das normale Leben. Aber trotzdem sind Sie gewissenhaft, Sie möchten, dass alles sauber ist. Und bevor Sie da jetzt jedes Mal mit dem gesamten Eimer hinlaufen, alles immer sauber machen, das geht auf den Rücken, das geht auf die Zeit, das geht auf die Nerven. Stellen Sie sich jetzt hier den besten Fensterputzroboter, den es hier im Programm gibt, für einen wirklich sehr, sehr bezahlbaren Preis, wenn wir mal überlegen, was Sie dafür natürlich an Zeit, an rückenschonenden Möglichkeiten bekommen, sich derweil anders zu beschäftigen. Und das halt eben heute hier. Die Bestellnummer lautet NX6057569. Wir liegen hier bei 332,45 €. Wissen Sie, das Gerät, das ist auch wie ein Hochdruckreiniger. Das kaufen Sie nicht nur für sich, das kaufen Sie auch für die gesamte Familie. Das bestellen Sie für die Enkel, für die Kinder, für alle, die eine Wohnung haben, für alle, die Fenster haben. Und dann geben Sie den auch mal mit. Man putzt ja nicht jeden Tag die Fenster, Anne-Kathrin. Ja, der besten Freundin gibst du den mal mit und dann haben da wirklich auch viele Leute Freude dran. Ja, Freude wird Ihnen natürlich auch der Preis bereiten. Auch das ist ein spezieller TV-Sonderpreis. Der ist jetzt für Sie freigeschaltet und die nächsten 2 Stunden. Bedenken Sie bitte auch, dass Sie hier den Sieger bekommen. Der hat den Award gewonnen, einen Innovations-Award dieses Jahr 2019, ganz, ganz frisch.
Hier hat wirklich eine fachkundige Jury zusammengesessen und das ist dabei rausgekommen, hier unser Fensterputzroboter. Ich muss immer sagen, Fensterputzroboter wird denen gar nicht gerecht, weil der kann ja wirklich alle glatten Oberflächen reinigen. Und wenn Sie jetzt noch anrufen und bestellen, bekommen Sie 3 gelbe Mikrofaserpads mit dazu, eine Flasche Reinigungsflüssigkeit und sogar ein Absturzseil. Sollte bei Ihnen einmal Stromausfall sein, ist das auch gar kein Problem, dann ist er hier doppelt gesichert. Also was Besseres kann Ihnen hier wirklich nicht passieren, das muss man mal ganz klar sagen. Weil egal welches Alter, es gibt ein Alter, da macht Fensterputzen keinen Spaß. Das wäre jetzt so ich der Fall, ja, deswegen würde ich mir den holen. Dann gibt es aber auch das Alter, wo man sagt, für mich ist Fensterputzen einfach anstrengend geworden und sogar gefährlich, ja, wenn man zum Beispiel dann, du hast vorhin die Terrassenfenster angesprochen, wenn du auf den Knien bist und dann wieder hochkommen musst, da bekommen wirklich viele, viele Kreislaufprobleme oder sagen, ich habe eh schon so Gelenkprobleme und Knieschmerzen, ich kann gar nicht mehr auf den Knien putzen, das ist gar nicht mehr möglich. Oder sie sagen, ich habe Dachfenster, ich traue mir das gar nicht mehr zu, auf eine Leiter zu steigen. Ja, also meine Oma, ich sagte immer, lass das lieber, weil irgendwann traust du dir das auch nicht mehr zu. Und das ist auch gut so, weil wenn man sich das nicht zutraut, sollte man es lieber lassen. Weil im Haushalt passieren laut einer Studie mehr Unfälle als auf Deutschlands Straßen. Das muss man sich mal vorstellen. Also es ist unvorstellbar, oder? Es ist wirklich unvorstellbar, wie viele Unfälle das tatsächlich sind. Aber es ist natürlich nachvollziehbar, wie es zu solchen Unfällen kommt. Übrigens hier auch, du hast gerade von deiner Oma gesprochen. Meine Mutter sagt auch immer, wenn ich sage, Mama, schau mal, wenn ich hier den Arm hochhebe und versuche oben ans Fenster zu kommen, dann tut mir das hier im Rücken weh. Dann sagt sie immer dann, heb den Arm nicht so hoch, dann tut er auch nicht weh. Und so ist es letztlich auch. Wenn Sie einfach merken, dass Sie an Ihre körperlichen Grenzen kommen während des Fensterputzens, wenn Sie merken, dass es Ihnen in den Knien, in den Armen schmerzt, Fensterscheiben zu reinigen, dann lassen Sie es doch einfach. Wenn Sie hier die Möglichkeit haben, sich hier eine tolle Unterstützung zu holen, wo Sie niemanden fragen oder bitten müssen, wo Sie kein schlechtes Gewissen haben, wo Sie zu jeder Uhrzeit, wann immer Sie wollen, Fenster, aber auch generell Fliesen und Co. reinigen können, dann ist das jetzt Ihre Bestellung mit der NX60 57 569. Für 332,45 € versandkostenfrei das komplette Set mit einer Reinigungslösung, mit 3 Mikrofaserpads, mit Sicherungsseil, mit Netzteil, mit Fernbedienung, mit kostenfreier App und mit dem Fensterputzroboter. Aber liebe Anne-Kathrin, es ist ja so, dass man natürlich auch in der Spülmaschine keine Waschpads von der Waschmaschine reinlegt und deshalb sollte unser Fensterputzroboter auch nur mit dem dazugehörigen Reinigungsmittel gleich versorgt werden. Und das zeigen wir Ihnen hier auch nochmal. Ja, genau. 250 Milliliter Reinigungsflüssigkeit bekommen Sie hier noch mit dazu für kleines Geld, wenn Sie das möchten. Wir hatten Ihnen das ja gezeigt. Eine Flasche ist bereits mit dabei. Aber wenn Sie wollen, sind hier auch noch 250 Milliliter, können Sie zusätzlich noch bestellen, dieser speziellen Reinigungsflüssigkeit, entionisiertes Wasser. Ja, auch bei gröberen Schmutz, gröberen Verunreinigungen ist das sehr, sehr gut geeignet. Und wie gesagt, es hat hier die praktische Einfüllhilfe, damit man eben besser an den kleinen Wassertank rankommt. Also das würde ich unbedingt noch mit dazu empfehlen. Ja, definitiv. Also für 6,60 Euro, das ist der Hammer. NX60 59 56. Und wie gesagt, das ist natürlich Herstellerqualität. Sie bekommen natürlich 24 Monate Gewährleistung, selbstverständlich, auf Ihren Fensterputzroboter. Aber wir haben hier eine ultrafeine Sprühdüse. Und die ist auf dieses Herstellerreinigungsmittel natürlich abgestimmt. Bitte dann nicht auf irgendwelche Ideen kommen und da selber was einfüllen. Mhm. Dann nimmt man natürlich das, was vom Hersteller gleich mitkommt. Für 6,60 Euro, da kann man sich jetzt auch mal 2 Flaschen bestellen und die einfach hinstellen. Unbedingt. 2 oder 3 oder 4. Also das ist sehr, sehr sparsam einzusetzen. Aber das ist ja auch original Herstellerqualität. Da ärgert man sich dann immer, wenn man hinterher irgendwas Günstiges kauft, ja, was eben nicht so die beste Qualität hat. Also hier unbedingt zugreifen. Und fertig. Der hat jetzt gepiept, weil der ist fertig. Das heißt, wenn Sie nicht im Raum sind, wo auch der Fensterputzroboter ist, dann hören Sie aber, dass er bereits fertig ist. Also den könnten wir jetzt theoretisch ab auf die nächste Scheibe setzen.
So einfach ist das. So einfach ist das Fensterputzen oder auch das Fliesenputzen. Was meinen Sie, wie cool das ist, wenn Sie Ihre Kalkablagerungen auf dem Fliesen im Badezimmer so beseitigen, dass Sie den einfach mal ansetzen, an einem Badezimmerfliese die Tür schließen und nach einer Stunde wieder reingehen? Ja, und das Ganze ist bezahlbar. Hier heute für Sie Hobot, Markenqualität zum kleinen Preis. Schnell sein und zugreifen heißt es dort, denn das ist wirklich eine exklusive Möglichkeit für Sie, sich so ein Schätzchen zu so einem kleinen Preis einfach nach Hause zu bestellen. Und wenn dann die nächsten Sonnenstrahlen wieder in die Wohnung reinscheinen, tja, dann setzen Sie Ihren Fensterputzroboter an. Viel Spaß!